Hallo zusammen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Mittag. Ja, hier ist es ein bisschen windig, ich hoffe, das rauscht nicht so. Und zwar mein Thema heute, hast du auch ein unbelehrbares Selbst? Was ist ein unbelehrbares Selbst? Ein unbelehrbares Selbst ist ein Teil deiner Identität, der einfach nicht aufgeben will, im Bekannten zu leben. Das unbelehrbare Selbst identifiziert sich durch Bekanntes. Und dadurch, dass es im Bekannten ist, muss es im Bekannten immer Recht haben. Dieses unbelehrbare Selbst verhindert es, dass du deinen Horizont, deine Perspektiven erweiterst, und zwar in den Raum, der unendlichen, unbeschränkten Möglichkeiten. Dieses unbelehrbare Selbst, das führt sich auf wie so ein kleines Vierjähriges, das im Supermarkt unbedingt das Spielzeug haben will. Es macht einen riesengroßen Terror und möchte unbedingt, dass seine Bedürfnisse befriedigt werden. Und dieses unbelehrbare Selbst, das verhindert eben bei dir, dass du diesen Schritt aus dem Gefängnis rausmachst, weil es will im Gefängnis bleiben. Wenn du einen Anteil in dir hast, der sich durch dieses unbelehrbare Selbst definiert, dann ist es ein Anteil, der glaubt, dass wenn du rausgehst und neue Perspektiven, größere Perspektiven, weitere Perspektiven an dich heranlässt, außer das, was du kennst, außer das Bekannte, dann hat es Überlebensängste. Dann dieses unbelehrbare Selbst will auf gar keinen Fall sterben. Aber es ist so, so notwendig, dass wenn du diesen Schritt gehen möchtest, in die Freiheit hinaus, wo du als energetisches Wesen und nicht mehr als Verstandeswesen im Bekannten, sondern als energetisches Leben im Unbekannten, aus dem Unbekannten schöpfen möchtest und kreieren möchtest und Neues kreieren möchtest, dann kannst du das nicht machen, wenn du diesen Teil deiner Identität, dieses unbelehrbare Selbst, versuchst mitzuziehen. Weil dieses unbelehrbare Selbst, das ist wirklich dasjenige, das dir immer sagt, das kann nicht sein, das muss so sein und ich brauche einen Weg und ich brauche eine Technik und ich muss unbedingt eine Schritt-für-Schritt-Anweisung haben und die muss ich befolgen und solange befolge ich diese Schritt-für-Schritt-Anweisung und irgendjemand ist dafür verantwortlich, dass er mir den Weg zeigt und ich gehe den Weg nach und dann komme ich schon irgendwann mal ans Ziel. Nur für die von euch, die tatsächlich jetzt auch den Weg von Dr. Joe Dispenza eingeschlagen haben und die merken, es ergibt keine Anweisungen, sondern wenn du die Meditationen machst von Dr. Joe Dispenza, dann wirst du in den Raum geschickt, in den unendlichen Raum. Und diesem unendlichen Raum gilt es, dass du akzeptierst, dass du ein Teil einer Unendlichkeit bist. Und dieser Teil, der du bist in der Unendlichkeit, der schöpft deine Realität, der schöpft dein Leben. Und alle Regeln, alle Bedingungen, alle Vorgaben, die du dort mit hineinnimmst, die beschränken dich, die begrenzen dich und die lassen dich eben nicht in die hundertprozentige Freiheit treten. Und deswegen ist mein Rat an euch, wenn ihr merkt, ihr habt so einen Anteil an euch, der immer wieder die Sicherheit in Anweisungen sucht, die Sicherheit in Bekannten sucht, immer wieder sucht, dass andere die gleichen Erfahrungen haben müssen oder ähnlich und sich immer wieder darin reflektiert in anderen, dann habt ihr so ein unbelehrbares Selbst in euch und dann rege ich euch an, einfach mal bewusst klar zu machen, was das bedeutet, wenn ihr euch an anderen orientiert. Orientiert ihr euch an einer Vorstellung, die ihr über andere habt. Und zwar wisst ihr gar nicht, wie sich andere fühlen oder wie andere vor sich gegangen sind. Ihr wisst nicht, wie andere Gefühle erzeugen. Ihr wisst nicht, mit welchen Gedanken andere in den Meditationen sind. Ihr wisst nicht, mit welchem Selbstbild andere unterwegs sind. Wenn andere sagen, ja und ja, ich habe es so gemacht. Das ist so ein kleiner Anteil dessen, was alles noch dazugehört, dass man im Unbekannten lebt und im Unbekannten manifestieren kann.
Ich rate euch tatsächlich an, euch nicht zu fest Vorgaben zu machen oder an Vorgaben anderer zu orientieren, sondern eure eigene Wahrheit zu erspüren und den Impulsen, die sich gut anfühlen, einfach bedingungslos nachgibt und sagt, ja, das ist mein Weg. Und wenn er noch so anders sich anfühlt oder anders erscheint wie der Weg aller anderen, die ihr jemals gehört, gesehen oder gesprochen habt, dann gilt es doch darum, euch selber zu vertrauen und euren Weg zu finden, weil der Weg eines jeden Menschen ist unterschiedlich und es gibt keine Anleitung von der Stange. Und ich finde es so cool auch, dass Dr. Joe Dispenza sich überhaupt nicht darauf einlässt und auch keine konkreten Angaben macht. Er sagt einfach, geh in das Feld, geh in das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, finde deine Antworten dort, lerne dorthin zu vertrauen und zwar auf deine Art und Weise. Und hör auf zu beurteilen und gib dich einfach dem hin, was dich führt. Und solange es sich gut und richtig anfühlt, ist es der richtige Weg für dich. Ich habe immer wieder, ja, bei Klienten oft dieses Problem, dass ich dieses Eis durchbrechen muss, dass sie endlich ins Unbekannte sich trauen und Schritt für Schritt Vertrauen zu schaffen und vorwagen. Und häufig ist eben dieses unbelehrbare Selbst im Weg, das dann immer wieder alles auf etwas Bekanntes zurückreferenzieren möchte. Und das ist ganz wichtig, die jetzt dazuhören. Versucht dir eure Erfahrungen auf etwas Bekanntes zurückreferenzieren. Wenn ihr das tut, dann seid ihr hier mit dem unbelehrbaren Selbst verbunden und wollt immer im Bekannten bleiben. Und das Bekannte ist eben das Bekannte, das ist die Welt des Verstandes. Aber die Energie der Kreation ist im Unbekannten. Im Unbekannten sind alle Möglichkeiten vorhanden, die du eben nicht kennst und die du dir aber wünschst. Und deswegen hör auf, Referenzpunkte im Bekannten zu finden, sondern begib dich ins Unbekannte, kreiere und schaffe Neues, das sich gut anfühlt und schaffe so mit ein neues Bekanntes und noch mehr neues Bekanntes und geh weiter und weiter. Wir haben unendliche Möglichkeiten zur Verfügung und das ist eigentlich das, worauf es drauf ankommt, dass wir das Bekannte verlassen und uns im Unbekannten wohlfühlen, in vollstem Vertrauen, dass wenn wir ein energetischer Match zu guten Gefühlen, zu höheren Emotionen, zu höheren Schwingungen sind, dass das Unbekannte nur dementsprechend das liefern kann. Und ich will euch anraten, findet euer unbelehrbares Selbst, macht Schluss mit ihm und sagt ganz nett, ganz gut, du bist mit meinem Verstand verbandelt, ihr seid eine Crew, die will mich hier festhalten an dem Ort und an dem Punkt, wo ich bin, vielleicht sogar in meiner Krankheit oder in meiner finanziellen Misere, in meinem Unglück. Aber ich mache jetzt Schluss mit euch. Ich gehe jetzt vorwärts, ich gehe ins neue Unbekannte mit einer hochschwingenden Energie und freue mich auf das, was kommt. Leute, darum geht's wirklich. Lasst das alte Zeugs hinter euch. Entlarvt es schonungslos und macht Schluss damit und sagt, ich brauche euch nicht, ihr haltet mich nur zurück, ich gehe vorwärts. Ja, das waren meine Grüße heute aus der Sonne. Ich hoffe, bei euch ist auch schönes Wetter. Wenn nicht, dann schicke ich euch ganz warme Herzensgrüße und freue mich auf meine nächste Inspiration für mein nächstes Video. Alles Liebe und wir sehen uns im Unbekannten.